Ach ja, ist es denn schon wieder soweit? Was? Vor 3 Wochen das letzte Video? Ist das wirklich schon wieder so lange her? Junge, wo bleibst du? Ja, einfach so lang weg, ich bin Doktor geworden. Der hat einfach mit YouTube aufgehört, der Sohn. Oha, übertreib doch nicht. Wenn bis Montag kein Video kommt, springe ich von einer 10 Meter Brücke ohne Wasser unten. Ups, ja, heute ist Donnerstag. Sorry, rest in peace. Bennett, bester Mann, ey, der Nächste, der nur am Trollen ist. Hört doch auf damit, ich kann nichts von euch ernst nehmen. Naja, und ihr fragt euch bestimmt, wieso ich schon wieder so lange weg war, oder? Ich habe die Boss-Transformation gemacht, Fitnessstudio und gesunde Ernährung durchgezogen. Das war ich vorher, ja, klein und schmächtig. Und jetzt kommt meine Ein-Monats-Transformation. Ich hab doch gesagt, es gab einen guten Grund. Versteht ihr mich jetzt, dass ich keine Zeit für Videos hatte? Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Denn ab jetzt kommt jeden Tag ein... Ach komm, das kann doch niemand ernst nehmen. Scheiß drauf. Lass uns einfach ein paar Clips anschauen. Wie wollt ihr immer euer Sandwich getoastet? So? Oder so? Oder so? Oder vielleicht... schön crispy und kross. Genau so mag ich es. Das ist kein Subway-Sandwich mehr. Das ist ein Stück Kohle. Unboxing. Subway-Sandwich. A little toasty. Oh. Brother, Brother, what's that? Der Bro wollte unbedingt die neue krebserregende Sorte bei Subway probieren. Frisch im Angebot für jeden, der Lust hat, seinen Körper 50% HP abzuziehen. Was muss sich wohl der Mitarbeiter gedacht haben, als er das Ding 30 Minuten durch den Toaster gehauen hat und der Typ immer wieder gesagt hat, geht's noch ein bisschen mehr getoastet? Das ist eine Stufe davor, dass sich das Ding in einen Rohdiamant verwandelt. Shoutout übrigens an alle Leute, die mir weiterhin Sachen auf Instagram jeden Tag schicken. Was würde ich nur ohne euch tun? Wisst ihr, es gibt nichts Besseres, als morgen mit Kruste in den Augen aufzuwachen und auf einmal schickt mir irgendjemand so ein Video. Das arme Pferd, ja, der dachte, der hat einen neuen Bruder im Stall gefunden, mit dem er chillen kann, und dann wird er so verarscht. Wie traurig der ist. Er wurde noch nie in seinem Leben so hintergangen wie gerade eben. Ab heute Vertrauensprobleme für immer. Ich glaube, das ist das erste Pferd der Welt, was Depressionen hat. Das tut mir fast so leid wie der Typ, der hier irgendwie versucht, noch seinen Job nachzugehen, obwohl schon alles am Arsch ist. Kennt ihr diese Leute oder kennt ihr allgemein diese Momente so? Eigentlich, man kann schon gar nichts mehr retten, aber man macht trotzdem noch so auf Alibi, damit es so aussieht, als könnte man irgendetwas tun. In irgendeiner Mall in den USA gab es so einen kleinen Wasserleck in der Decke. Oha, okay, doch kein kleiner. Da oben ist anscheinend ein verf***tes Aquarium geplatzt oder so. Oder ein, zwei Chicas, die das neue Bennett-Video gesehen haben. Und der hier denkt auch, er holt sich jetzt auf easy den Mitarbeiter des Monats-Stempel, wenn er dort ein bisschen wischt. Genau das bin ich damals in der Gruppenarbeit gewesen. Einfach irgendwie so tun, als würde man helfen, obwohl man weiß, dass es gar nichts bringt. Aber mal eine andere Frage, was passiert denn da schon wieder? Normal, dass das wieder in den USA ist. Aber keine Sorge, alles unter Kontrolle, denn der Bre hier wird jetzt schon alles aufwischen, oder? Das gibt mir die gleichen Vibes wie der hier. Der Arme will einfach nur seinen Laden retten. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Mach noch ein bisschen weiter, ja, noch ein, zwei Schwinger mehr und du hast es geschafft. Spaß beiseite, lass los. Was versuchst du da noch? Was soll passieren? Der denkt nicht wirklich, der kann einfach das Wasser aufhalten mit diesem Teil hier. Du hast es gleich, noch ein bisschen mehr. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und kommen wir direkt von der einen geisteskranken Sache zu der anderen geisteskranken Sache. Ich glaube, ich habe den heftigsten Dieb dieser Welt gefunden, ja? Das hier sind die Überwachungsaufnahmen von einem Schuhgeschäft. Und guckt jetzt mal bitte auf die zwei Jungs. Das war wirklich 500 EQ. Wieso bin ich nicht einfach da drauf gekommen? Der tut so, als würde er in den Laden reinfallen und... Oh, ups, ich bin auf die Schuhe gefallen und... Oh nein, und nimmt die Schuhe mit, zack. Und direkt 400-500 Euro plus gemacht.
So macht man Geld heutzutage. Und auch hier frage ich mich wieder, was muss sich eigentlich der Chef gedacht haben, als er irgendwann dieses Video entdeckt hat? Da muss man auch schon mal ein dickes GG raushauen, ja? Okay, naja. Ich war ja jetzt einen Monat im Winterschlaf und ich glaube echt, nach dem nächsten Video verschwinde ich wieder für einen Monat in den Winterschlaf. Die Windschutzscheibe? Sie hat gerade wirklich die Windschutzscheibe von dem Lambo für ein TikTok-Video zerstört, weil sie unbedingt auf den Lambo gehen wollte, um einen TikTok-Tanz zu machen. Ey, die Welt ist doch echt am Arsch, Junge. Was passiert hier? Und in dem Moment, wo sie es gecheckt hat, dass sie gerade einfach die Scheibe kaputt gemacht hat, dachte sie sich auch nur so, ja komm, nee, jetzt noch schnell den TikTok-Tanz zu Ende machen und danach kann ich mich darum kümmern. Ich weiß 100%, dass das nicht ihr Lambo ist. Das heißt, sie hat den Lambo von irgendjemandem kaputt gemacht, nur weil sie draufklettern wollte für ein TikTok, ey. Das ist so unglaublich peinlich. Ich merke gerade wirklich, wie meine Gehirnzellen einfach aus meinen Ohren rausfliegen und sich verpissen. Und seit wann ist es eigentlich cool, auf ein Auto draufzusteigen und darauf zu tanzen, so, hä? Mach das doch einfach in dein Zimmer. Da ist es schon cringe, aber da kannst du wenigstens keine Sachen zerstören oder irgendjemanden verletzen. Obwohl, sogar da würdest du mich verletzen, wenn ich mir das reinziehe und Augenkrebs bekomme. Lass mal direkt weitermachen, das war viel zu cringe. POV, immer diese Leute, die dein Sackerwasser abziehen. POV, ich hatte noch nie einen Typen, der mir mein Sackerwasser abzieht. Welcher Mensch außer Pascha nimmt, trinkt überhaupt Sackerwasser? Yo, Bro, bekomme ich mal bitte dein Sackerwasser? Ja, hier. Danke. Wann komme ich eigentlich mein Sackerwasser wieder? Gar nicht mehr abgezogen. Okay, Tamham. Okay, Tamham. Oh my god, bro, oh hell no. Der Junge hat dieses TikTok gemacht und dachte sich so, yo, wenn ich das jetzt hochlade, voll viele Leute werden das fühlen, so, alle werden kommentieren, oh mein Gott, ja, ich fühle das. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so ein Gespräch noch nie im echten Leben gab. Sowas gab's noch nicht im Real Life. You guys, we went to Panera Bread to get some sandwiches and soup. So I decided to get the Chipotle chicken. Hey, chill doch, was pfeift er mir so in mein Ohr rein? Was geht mit seiner Stimme ab? Was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Aussprache? Es gibt einfach Leute, die normal reden, dann gibt es Leute, die lispeln und dann gibt es einfach er, oder er redet wie ein Vogel. An avocado sandwich with some mac and cheese and some chips. So this is the sandwich. This looks super best. We also got some mac and cheese. Okay, reicht doch, Bruder, reicht doch. Ich hab nichts verstanden außer... Ich kann das nicht mal nachmachen. Wie schafft er das überhaupt? Ich kann das nicht mal nachmachen, hä? Cheese. Well, I'm excited. Super Bus. Super Bus. Yo, Atana. Überweis mir jetzt die Million auf Schweizer Konto, Mann. Welche Million soll er dir überweisen? Die Million V-Bucks oder die Million Robux? Wann bist du eigentlich geboren? 1999. Okay, Bruder. 1999 bist du geboren. 1970 bist du geboren, ne? 1960. Du bist älter als mein Opa. Okay, dann würde ich dir jetzt etwas für 1099 Euro kaufen. Hättest du Bock? Boah, hättest du mal dein echtes Geburtsjahr 2010 gesagt, dann hättest du jetzt noch 11 Euro mehr gehabt zum Spenden. Ja, okay, lass mit dem Kleingeld was holen. Komm. Hey, was für Kleingeld, Bruder, was für Kleingeld. Das Einzige, was klein ist, ja, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Let's go, Freunde. Hast du dir schon vorgestellt, wo wir beide hingehen? Ich würde sagen, lass die 2000 Euro bei Louis V verknallen. Oha, okay, bei Louis V, anstatt der irgendwie so sagt so, boah, ey, 2000, ich spende das, komm, lass das verteilen an Obdachlose, lass das hier, lass für Essen ausgeben, bla bla bla, nein, lass mit den 2000 Euro zu Louis V gehen. Bratentasche ist geil, lass sie mal für einen Sidechick kaufen. Was redet der von Sidechick? Was für Chicks, Bro, die einzigen Chicks, die du hast, sind nicht die hier, sondern die hier. Kostet aber 2000 Euro, du hast doch nur 1999. Junge, du Geier. Leute, folgt alle Felix de Grund, damit er so viel Geld verdient wie ich. Okay, sorry, Boss. Jetzt. Der Trainingsanzug soll es sein? Oder ja, finde ich nice. Kann man so fürs Gym tragen, ein bisschen auf locker trainieren damit. Ich weiß gerade nicht, ob der Typ eine Rolle spielt oder ob das jetzt wirklich echt ist. Ob das wirklich er ist. Und was jetzt eigentlich mit der Prada-Tasche oder Louis Vuitton passiert? Jetzt ist doch nur der Nike-Anzug geworden fürs Gym.
kann man so auf locker im Gym trainieren, Bruder. Ich dachte irgendwie, die Gyms in Deutschland sind erst ab 13. Du kommst doch da gar nicht rein. Safe, ich sehe auch schon hier bei dir 44er Bizeps. Normal. Dann würde ich sagen, probier ihn auf jeden Fall mal direkt an, oder? Ja. Schön, deine Sachen, Bro, und ich hoffe, du freust dich jetzt auch drüber. Ja, vielen Dank, Bruder. Jetzt werden auch die ein oder anderen Fitness-Girls geklärt. Alles klar, Bruder, ey. Da wünsche ich dir mal wieder wirklich sehr viel Erfolg damit. Ey, und Freunde, es tut mir leid, aber ich muss das Video hier jetzt beenden. Ich halte das gerade alles nicht mehr aus. Das erste Video, was ich jetzt seit langer Zeit wieder mache, hat mir gerade den absoluten Verstand geraubt. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace, 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 peace.